Willkommen zurück bei Subsistence. Boah, ist ein bisschen ein hässlicher Morgen heute. Aber wir waren so erfolgreich. Ach, ich bin so stolz auf mich selbst. Unglaublich. Nee, also das letzte Mal, es hat so aufgehört, dass ich kein Wasser mehr hatte. Ich habe dann noch ziemlich Holz gefarmt. Ich habe mein ganzes Inventar alles geleert. Und ich hatte dann die grandiose Idee, also ob die so grandios ist, das weiß ich noch nicht. Die Idee eigentlich, weil das hat ja super hingehauen mit dem Balkon, als wir diese zwei Jäger erschossen haben. Und deswegen, ihr seht das unten in meiner Leiste schon, ich habe wie gesagt noch ziemlich so viel Holz wie möglich gefarmt, bis ich dann halbwegs gestorben bin. Und mittlerweile auch noch ein paar Deckenelemente gecraftet. Und jetzt wäre eigentlich meine Idee, dass wir hier rings rumlaufen können. Also das heißt, ich möchte hier aufmachen, ich werde dann hier noch Elemente ansetzen, dass wir da wirklich ringsherum laufen können. Das heißt natürlich, dass wir das hier wegmachen müssen. Leider. Leider. Das muss ich gerade überlegen. So. Aber ich bin sicher, dass das eine gute Sache wird. Ich verliere natürlich jetzt ein bisschen Material. Ich glaube, ich kriege nur die Hälfte von dem, was es eigentlich gekostet hat. Aber naja, was soll's. Aber ich habe das jetzt vorgecraftet. Ich hoffe, ich habe genügend Elemente gemacht. Na komm. Magst du hier hin? Nein. So. Und hier. Dass wir da einfach rings rumlaufen können. Ich bin mir ganz sicher, zur Verteidigung wird sich das bewähren. Ich sehe dann zwar nicht ganz unten rum, aber die haben sich ja meistens so ringsherum aufgehalten. Der eine ging ja wirklich in die Offensive da. Hat mir ein paar Sachen beschädigt. Und deswegen ist das so meine Idee. Was habe ich, glaube ich, genau. Noch im Inventar drei Stück. Sogar zu viel gemacht. Na los. Na los, los, los. So. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das kriege ich da nicht noch hin, ne? Doch. Schaut euch das an. Wie geil. Wie cool. Kann ich doch ringsrum. Ja, cool. So, das ist unsere Tötungsstrecke. Na, was ich auch noch konnte, genau. Hier, ich konnte schon zwei Tomaten ernten. Ich habe wieder zwei Samen daraus gewonnen. Und ich hoffe, dass das sprießt und gedeiht. Hier mit dem geht es einfach ein bisschen länger. Dann habe ich unten das Wasserrad angestellt und bin jetzt hier am Schmelzen. Ja, ich weiß, braucht halt wieder Energie, aber das muss jetzt einfach sein, damit wir da dann upgraden können und weitermachen können. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es aussieht mit den Relings. Kann man eins machen? Craften wir eins. Den Rest packe ich jetzt wieder ein, weil jetzt geht es natürlich schon ums Farmen. Also, dass wir. Da das ja scheinbar geht mit dem Felsen, was ich nicht wusste. Können wir gut noch ein bisschen dann Holz farmen gehen. Muss ich gerade überlegen. Doch, ich pack's hier rein. Den essen wir. Das lassen wir hier. Den müssen wir mitnehmen. Den Rest habe ich ja alles hier reingeschmissen. Wegen dem Sterben. Das lassen wir auch alles hier. Da weiß ich noch gar nicht. Vielleicht machen wir so einen Brick dann für den Ofen. Würde auch noch Sinn machen. Dann nehmen wir die Waffe mit. Wir nehmen die Pike mit. Heal Kit. Das lassen wir hier. Oder ach, wir setzen das doch kurz. Bang. Alles aus. So. Jetzt müssen wir schon ein bisschen aufstocken. Jetzt, ich war jetzt echt gerade auch noch knapp mit dem Futter für die Tiere. Schon fast peinlich, hä?
fängt wieder gut an. Jetzt habe ich mich noch so darüber ausgelassen, wie viele Sachen wir doch hätten. Und ja, kriege ich kaum die Tiere satt. Deswegen heißt es für uns heute, hoffen auf das Beste, rechnen mit dem Schlimmsten. Nee, natürlich hoffe ich jetzt, dass wir gutes Zeug finden, gerade also Beeren und so, dass ich dann nicht die Tomaten alles verbrauchen muss für den Hasen und das Huhn. Und schauen, dass wir auch mit den Waffen aufstocken können und dann sicher noch hinten weiter ausbauen. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein bisschen mehr Holz gesammelt. Weil das dauert ja dann auch immer. Wir brauchen 4 Bretter für ein Deckenelement. Das heißt, wir brauchen ziemlich Holz. Ich sammle die ja so gerne. Blöde Holz. Aber ich glaube, das kommt gut. Also das, aber es ist schon krass, was wir das in ganz kurzer Zeit verbraucht haben. Das ist echt krass. Wir kommen jetzt halt nicht drum rum. Naja, was soll's. Ich habe nach wie vor noch Freude an meinem Doppeljäger-Kill. Sollen wir mal einen nachmachen, hä? Ich wohl immer sterbe. Werden wir dann schauen, ob sich dann unseren neuen Rundum-Balkon bewahren wird, also bewähren wird. Ich möchte an die Kiste ran hier. Oh, 2. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Vielleicht. Mich gerochen, ja. Nimm's und verschwinde. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, der kommt nicht. Cool. So, also, weiter geht's mit Holz. Ich will dann noch kurz schauen gehen, ob das Lagerfeuer von den Jägern, die ich da getötet hatte, noch da ist. Oder ob das verschwindet. Also eine Nacht drüber, es war im Spiel, war es gestern, wo ich die getötet habe und ich weiß ja nicht, ob die am selben Ort dann wieder spawnen. Ach, wo laufe ich hin? Ah, dafür jetzt hier was. Nehmen wir auch gerne mit. So. Ich glaube, wir gehen so ein bisschen in die Berge. Ich möchte Beeren, ja genau, Beeren. Und Kisten natürlich immer. Also manchmal macht es ja wirklich Sinn zu sterben, so wie ich jetzt in der letzten Folge. Also ich habe es euch noch nicht gezeigt, aber wenn das Inventar komplett leer ist, dann hat man wenigstens wieder alles aufgefüllt. Proteine, das Leben, Vitamine. Anstatt sich voll zu hauen mit Sachen zu verbrauchen, wenn es eh wahnsinnig knapp wird, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bin ich daran? Tatsächlich. Oder auch nicht, doch. Ah, Kupfer. Ich glaube, es ist Kupfer, oder? Ja, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die Base so rasch schon ausbauen würde. Vergrößern oder ein bisschen umbauen. Anbauen. Wir bauen an. Es kam mir da die Idee und ich dachte doch, das ist wirklich, weil es so gut funktioniert und dann das in der Höhe sehen wir besser. Na ja, auch schauen, dass wir ziemlich viel Munition irgendwie craften können.
So, okay. Jetzt, wir brauchen, wo war es denn hier? Bretter. Ich weiß gar nicht, drei. Ah, muss noch ein bisschen mehr her. Kühlschrank habt ihr noch kommentiert, das sei im Moment eh nicht nötig, sehe ich auch so. Das da mit dem Ei und so, aber da wegen einem Ei. Oh ja, da muss ich auch gucken, ob das überhaupt noch da ist. Vielleicht ist das auch weg. Habe ich gar nicht geachtet, wie lange das so haltbar ist. Holzfällerin Prue. Vielleicht weiß ja jemand von euch, was jetzt passiert mit den Jägern, oder gar nichts passiert, weil ich die, ich habe die eigentlich von mir aus ja angegriffen und schlussendlich getötet, ob jetzt da irgendwie was dann sein wird, was auch immer. Oder ob ihr erfahrungsgemäß sagt, nee, das passiert überhaupt nichts mehr, die bauen dann irgendwo sonst. Oder dass ich mich vielleicht so ein bisschen darauf einstellen könnte, falls, 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 falls was passieren sollte. Die Konsequenzen. Na. Ist hier was? Ja. Schön, schön. Komm. Noch mehr. Oh. Wölfchen, Wölfchen. Kiste. Ich wollte nur gucken, ob ich da noch irgendwie etwas finde an Erzen. Da bist du. So. Mitnehmen. Das Huhn lassen, weil ich krieg schon kaum meinen Hasen und meinen Huhn durch. Es ist gerade wieder so ein bisschen was anstrengend. Ich weiß nicht. Ich muss gerade ein wenig aufpassen, dass da auch mit den Tieren, dass ich die durchkriege. Ich weiß halt nicht, brauchen die auch mehr Nahrung, je höher die im Level sind, könnte das auch sein. Die letzten Mal habe ich den Eindruck gehabt, es geht nicht so schnell, bis da Wasser und Essen weg ist. Und jetzt war das alles unten. Ich brauche noch Holz. Ja, genug haben, um auch noch den Ofen zu stopfen. Ja, Bärchen. Kiste. Hey, ich wollte dich zurück. Zwei Kisten. Drei Kisten. Mann.
Nein! Ich habe keine Munition mehr, ich Idiot. Nein! Nein! Ich habe keine Munition eingepackt. Nur die Waffe. Scheiße. Mist. Nein. Scheiße. Uff. Die hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Wir müssen zurück. Das geht nicht. So. Wir leben doch. Habe ich denn überhaupt noch Munition? Doch, hier 21. Oh, scheiße. Okay. Hier ist Kupfer. Dann haben wir das noch. Und hier knallen wir runter. Ah ja, genau. Jetzt wollte ich ja kurz schauen, wie viel wir da benötigen. Und zwar ist das hier 1. Sind es 2 oder 3? 1, 2, 4. 4 Elemente. Um außenrum bauen zu können. 1. Natürlich vergesse ich wieder die Hälfte. Nägel. 2, 3, 4. Oder? Ja. Da gibt es wahrscheinlich nicht mal mehr eine Munition. Doch. Eine. Oh. Besser als nix. Ich darf nicht jammern. Nicht jammern. Nicht jammern. Nicht jammern. Das brauchen wir im Moment auch nicht, die Elektronik. Nägel lasse ich drin. Mach ich weg. Hier mal kurz schauen. Das nehmen wir mit. So. Schauen wir, wie weit wir kommen. Ich glaube, das reicht. Komm schon. Jetzt ging's doch. So. So. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Das machen wir weg. Das hier auch. Sollte das theoretisch dann noch eins geben? Eins habe ich, glaube ich, hier unten in der Kiste noch. Oder nicht? Hä? Ist es schon gesetzt? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Metall. Nägel und Bretter, wie könnte es anders sein? So. Machen wir vielleicht ein, zwei Relings noch, aber mehr. Dass wir da nicht zu viel jetzt verbrauchen. Ja, vielleicht zwei.
nach und nach. Einfach nicht, dass wir dann wieder kein Metall oder so haben. Das ist dann auch doof. Doch, genau, das habe ich hier hingesetzt. Wie schaut's hier aus? Oh, das sieht auch scheiße aus. Jetzt habe ich ein echtes Wasserproblem. Ich glaub's nicht. Füll. Kurz schauen gehen. Extract, was soll denn das? Und ihr? Oh, Mist! Mir verreckt langsam alles. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Ich muss auch mal was essen. Und hier hat's, glaube ich, habe ich alle Tomaten verbraucht. Genau, ja, super. Ich muss Beeren suchen gehen. Mist. Was passiert, wenn ich jetzt kein Wasser gebe? Also gehen die kaputt, definitiv, kann ich nicht mehr verwenden. Oder wachsen die einfach nicht weiter? Das wäre auch mal noch sowas. Das weiß ich nicht. Gut, meine Güte, schon wieder überzogen. Jo, schauen wir das nächste Mal, wie wir da weitermachen. Ich denke, sammeln ist wieder angesagt, gerade wegen den Tieren. Und dann hoffe ich, dass wir da irgendwie die Reelings noch machen könnten, ringsherum, damit es einigermaßen aussieht. Ist zwar nicht das Wichtigste, aber so nach und nach können wir ja immer wieder craften. Das wird dann unsere... Vielleicht mache ich dann hier noch eine Tür rein, dass wir da... Oder hier, ich weiß nicht. Sie darf auf jeden Fall auch noch raus können. Nicht rumrennen müssen. Vielleicht hier. Da steht nämlich nichts. Jo. Und dann sehen wir zu, was mit den Jägern passiert. Jetzt muss ich mal gucken. Was ist das da hinten? Das ist wahrscheinlich ein Stein, wo ich meine. Okay. Schön, wart ihr mit dabei und gerne alles wieder in die Kommentare. Würde mich freuen. Tipps und Tricks, wie immer. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Subsistence. Tschüss.